Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Und wenn Allah Ta'ala ein Volk liebt, so prüft er es. Wenn er den Einzelnen liebt, liebe Geschwister, so wird er diesen Einzelnen auch prüfen. Das heißt, die Prüfung, liebe Geschwister, ist keine Strafe, sondern die Prüfung ist ein Zeichen der Liebe Allah Ta'alas. Und die Prüfung, wenn man sie zu ertragen vermag, deutet auf die Gewaltigkeit der Belohnung hin, die auf einen wartet, wenn man mit dieser Prüfung richtig umzugehen weiß. Und dementsprechend, liebe Geschwister, antwortete der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam auf die Frage, wer denn am stärksten geprüft wird, geprüft wurde. Und er sagte, und das wird die wenigsten von uns überraschen, al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal. Es waren die Propheten gewesen und nach ihnen diejenigen, die ihnen am ähnlichsten sind und danach diejenigen, die diesen am ähnlichsten sind. Weil die Propheten sind diejenigen, die Allah Ta'ala am meisten liebt. Und die Propheten sind diejenigen, die den stärksten und höchsten Iman haben. Also konsequenterweise, ausgehend von diesen beiden Grundsätzen, sind auch sie diejenigen, die am stärksten geprüft werden. Für uns sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter erläuternd, فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اُبْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِ. Der Mensch wird also gemäß der Stärke seiner Religiosität geprüft, und wenn in seiner Religion fest ist, ja, dann nimmt auch die Prüfung zu. Und wenn er in seiner Religion, in seiner Religiosität eine gewisse Schwäche hat oder diese eben nicht so stark ist, dann ist die Prüfung dementsprechend. Und Alhamdulillah, liebe Geschwister, egal was uns prüft, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er versprach uns, dass unsere Sünden dadurch reduziert werden. Er sagte sallallahu alaihi wasallam, فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِيَ عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. Und dass die Prüfung so lange nicht von einem ablässt, bis man auf Erden läuft und man hat keinen Fehler mehr, für den man gerade stehen werden muss am Tage des Gerichts. Subhanallah. Jetzt lasst uns überlegen, liebe Geschwister, sollten wir nicht lieber um Vergebung bitten und viel Gutes tun, anstatt dass uns unsere Sünden über den Weg verziehen werden, dass wir geprüft werden? Ja, weil die Sünden können über viele Wege vergeben werden, liebe Geschwister. Und zuerst wollen wir damit aufhören, sündigen zu wollen und zu sündigen. Und dann wollen wir viel Gutes tun, geehrte Geschwister. Aber wenn das nicht reicht, liebe Geschwister, dann wartet auf uns Leid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzunin wala huznin wala adha wala ghammin hatta shaukati yushakuha illa kaffara Allahu biha min khataya. Dass es keine Erschwernis gibt, liebe Geschwister, keine Krankheit, keine Angst, keine Bedrängnis, kein Schmerz und kein Bekümmernis, außer dass dadurch Allah Ta'ala von den Fehlern des Muslims hinwegnimmt. Das sollte uns zufrieden sein lassen, liebe Geschwister. Es ist eine Art Auffangnetz. Wir hoffen von Allah Ta'ala das Beste und wir hoffen, dass sollten noch Sünden in uns existieren, Fehler, die wir begangen haben, für die wir gerade stehen müssten am Tage des Gerichts,
Wir hoffen uns von Allah Ta'ala, dass er, wenn wir es nicht anders verdienen, dass wir es dann doch mindestens verdienen mögen, dass wir diese Fehler beseitigt bekommen, sodass wir nicht am Tag des Gerichts dafür gerade stehen werden müssen. Durch Bedrängnis, durch Kummer, durch Sorgen, durch Angst, durch Trauer und durch Bekümmernis. Das ist ein Auffangnetz. Alhamdulillah. Liebe Geschwister, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in Bezug auf diese schicksalshaften Heimsuchungen, ja, und alle Hadithe, die vorgetragen werden, sind mindestens Hassan, geehrte Geschwister, außer der Hadith ist da'if und man stärkt die Lektion durch einen Hassan-Hadith oder durch eine Aya aus dem Koran vorrangig. Ja? Und wer Interesse hat, kann, wie gesagt, den genauen Tahrij von mir gerne einfordern, schriftlich, mündlich. Manchmal im Verlauf der Predigt möchte man nicht durch solche technischen Angaben den Lauf der Dinge, von der Predigt ablenken. All diese Prüfungen, all diese Schicksalsschläge oft auch. Ja, manchmal empfindet man das auch als Schlag. Deshalb auch dieses Wort. Es trifft einen als Schicksalsschlag. All dies, liebe Geschwister, gereicht uns zum Guten. Und wir haben die Wahl, dies entweder anzunehmen oder aber dagegen anzukämpfen und zu fragen, warum? Warum ich? Warum nicht jemand anderes? Warum nicht dieses oder jenes? Und davor warnte uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen heilsamen Worten: فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. Wer damit zufrieden ist, ja, mit diesen Grundsätzen, liebe Geschwister, unserer Lebensprüfung, damit, dass wir geprüft werden, dass wir auf diese Art und Weise geprüft werden, dass wir geprüft werden, wenn wir einen starken Iman haben. Ja, manchmal wünschen wir uns vielleicht eine Verschonung. Ja, und das ist gut so auch, dazu kommen wir gleich. Aber wenn uns die Prüfung trifft und wir sind damit nicht zufrieden, dann ereilt uns das, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, wer damit zufrieden ist, für den ist Zufriedenheit. Allah Ta'ala wird mit dieser Person zufrieden sein. Und wer damit nicht klarkommt, wer wütend ist, ja, wer es nicht anzunehmen vermag, auf den ist der Zorn Allahs, geehrte Geschwister. Und welche Wahl haben wir? Ich meine, als ob wir die Wahl hätten. Ja. Manchmal haben wir Emotionen und die Sache ist verhandelbar. Ja, wir sind als Kunde wütend und wir wollen unser Geld zurück oder wir wollen das Produkt umgetauscht bekommen und wir wollen dem einen gewissen Nachdruck verleihen und dadurch die Verhandlung zu unseren Gunsten entscheiden. Ist okay, bis zu einem gewissen Rahmen ist okay. Aber was gibt es hier zu verhandeln? Du bist schon geprüft mit der Sache. Es geht darum, nimmst du das an? Verstehst du die Hikma von Allah Ta'ala? Verstehst du die Ehrung Allah Ta'alas auch da drin? Die Prüfung spiegelt den Stand deines Imans wider. Die Prüfung spiegelt wider, wie sehr Allah Ta'ala dich liebt. Das ist doch ein Anlass zur Freude, zu sagen, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Und sollte es Fehler oder sündenbedingt sein, ja, da sagen wir Astaghfirullah, aber danach auch gleich Alhamdulillah, weil wir sagen, ja, Subhanallah, wenigstens wird mir durch diese Prüfung von meinen Sünden, von meinen Fehlern genommen. Wir sind also schon, Alhamdulillah, den ersten und wichtigsten Schritt weiter. Oft scheitern Menschen an diesem ersten Schritt. Sie wollen ihn nicht gehen, sie wollen sich damit nicht abfinden, mit ihrem Schicksal, mit ihrer Prüfung, mit der Heimsuchung, mit dem Kummer, mit der Angst, mit der Bedrängnis, mit der Sorge, mit der Krankheit. Aber Alhamdulillah, mögen diese Worte in unser Herz ziehen und wir sind einen großen Schritt weiter, geehrte Geschwister. Natürlich sollen wir uns nicht überfordern. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, diesbezüglich, لم تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية فاسألوا الله العافية. Ihr werdet nichts Besseres bekommen nach dem aufrichtigen Wort, nach La ilaha illallah, nach der Gnade, Muslim sein zu dürfen,
als die Unversehrtheit, Al-Afiyah, das Verschontsein. So bittet Allah Ta'ala um das Verschontsein. Ja? Nicht, dass wir jetzt Allah Ta'ala um Prüfungen bitten, die wir vielleicht nicht ertragen könnten. Ja? Wir lassen Allah Ta'ala für uns wählen. Und was er für uns wählt, ist das Beste. Wir bitten also um die Unversehrtheit. Und das, was aus der Weisheit Allah Ta'alas, aus der Barmherzigkeit Allah Ta'alas, weil er stets das Bessere für uns wählt, was er also für uns wählt, Alhamdulillah, das nehmen wir dankend an. Und das nehmen wir mit einer positiven Einstellung an. Allahumma Amin. Wenn wir uns nun geprüft fühlen, liebe Geschwister, ist das nicht leicht. Und Allah Ta'ala, er möchte uns dieses Gefühl des Geprüftseins erleichtern. Und er gab seinem Propheten deshalb wundervolle und heilsame Worte für uns mit, die er sprach. Imam Muslim überliefert diese Worte unter anderem. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, innahu la yuranu ala qalbi, wa inni la astaghfirullaha fil yawmi mi'ata marra. Er beschrieb, sallallahu alaihi wasallam, dass sein Herz manchmal eine gewisse Bewölkung verspürt, eine gewisse Umnebelung verspürt. Und dass er Allah Ta'ala 100-mal um Vergebung bittet an einem Tag. 100-mal um Vergebung bittet. Imam an-Nawawi, er klärt auf, wie wir diese Worte zu verstehen haben, dass wir sie nicht falsch verstehen. Ja, weil wie kann das Herz vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam umwölkt werden oder benebelt werden, bedeckt werden, einen Schatten erfahren? Ja? Was bedeutet dies? Imam an-Nawawi erklärt, rahimahullah, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf der höchsten Stufe des Dhikr gewesen ist, der Verbundenheit mit Allah Ta'ala. Aber wir wissen, wie er gelebt hat. 23 Jahre lang war sein Leben unter Beobachtung. Und er teilte die Zeit in drei Teile auf. Zeit, die er mit Allah Ta'ala verbrachte und Zeit, die er um seine familiären Dinge, die er seinen familiären Angelegenheiten widmete und Zeit für andere Menschen. Und er war stets im Dienst der Umma gewesen. Ja? Stets im Dienst der Umma gewesen. Er musste Streit schlichten zwischen den Menschen. Er musste den Islam verteidigen vor angreifenden Feinden. Und er half ja, bei Dingen des Alltages. Und durch diese großartigen Taten, ist manchmal dieser höchste Dhikr in dem Sinne nicht vollendet gewesen, weil ein anderer, zweithöchster Dhikr da gewesen ist. Aber es ging niemals in einen negativen Bereich hinein. Und dieser Hadith ist dazu da, dass wir uns schämen, weil wir sagen, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wegen seinen höchsten Zuständen bittet er um Vergebung. Was ist mit uns, die wir uns in niederen Zuständen befinden? Ja? Wie niedrig sind doch unsere Zustände und wie wenig unsere Vergebungsbitten und wie hoch sind doch die Zustände des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wie zahlreich und ehrlich und aufrichtig sind seine Vergebungsbitten. Subhanallah. Das heißt, wenn wir geprüft werden, liebe Geschwister, das allererste, was wir tun mögen, wenn wir das Herz, unser Herz spüren, wenn es geprüft wird, wenn dieser Nebel kommt, wenn diese Wolken kommen, wenn diese Schatten kommen, Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Und sollte dich eine Versuchung des Scheitans
vom Wahren ablenken, so suche Zuflucht bei Allah. Ja, unsere Herzen sind ständig in Bewegung. Al-Qalb kommt von Taqallub, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, vom sich drehen und sich wenden. Ist alles dynamisch. Und wenn der Shaitan also eine Sünde präsentiert, ein Abweichen präsentiert, was sollen wir machen? Unsere Zuflucht bei Allah Ta'ala suchen. Und das ist die Vergebungsbitte. Das ist der Dhikr. Das ist das sich anstrengen im Guten. Im Verbundensein mit Allah Ta'ala. Dhikr, Vergebungsbitte, Zufluchtsbitte. Und was passiert dann, geehrte Geschwister? So suche Zuflucht bei Allah. Gewiss, er ist allhörend. Er hört unsere Zufluchtsname, geehrte Geschwister. Er ist allwissend. Er weiß, dass es für uns nicht leicht ist. Aber er ist mit uns, mit seiner Unterstützung, mit seiner Vergebung, mit seiner Barmherzigkeit, mit seiner Erleichterung. Und was passiert daraufhin? Allah Ta'ala sagt, gewiss diejenigen, die Taqwa haben, die Gottes ehrfürchtig sind, die versuchen, sich zu schützen. Ja. Taqwa, wie Sahabis gesagt haben, bedeutet, dass man, wenn man einen dornigen, von Dornen umgebenen Pfad entlang geht, dass man seine Kleidung an sich nimmt, dass man seine Kleidung an sich nimmt und versucht, diesen Pfad zu beschreiten, ohne dass man vom dornigen Gebüsch erwischt wird. Das bedeutet Taqwa. Das ist eine Lebensweise, geehrte Geschwister, eine Art zu leben, eine Einstellung und eine Art zu leben. Und diejenigen, die also Taqwa haben, Allah Ta'ala beschreibt sie, wenn sie also eine solche Einladung vom Shaitan erreicht, wenn sie Unschönes überkommt, wenn der Shaitan sie zu berühren versucht, wenn er sie umkreist, wenn er ihnen zuflüstert, wenn er sie zu verführen versucht. All diese Bedeutungen, liebe Geschwister, sind in dieser Aya enthalten. Tadakkaru. Sie erinnern sich. Sie erinnern sich. Die Erinnerung, liebe Geschwister, sie ist wie, wenn man sein Auge öffnet. Ja? Man läuft manchmal blind durchs Leben und man wird fallen, man wird sich stoßen, man wird Unheil anrichten, man wird sich selbst schädigen. Aber Tadakkaru bedeutet, man öffnet die Augen. Und das Herz, liebe Geschwister, ist ein Auge. Allah Ta'ala sagt im Koran sinngemäß, ja, dass es bei den Menschen nicht die Augen sind, die blind sind, sondern die Herzen in der Brust. Ja. Wenn also die Augen auf sind, was passiert? Sie entsinnen sich und sie sehen wieder ein. فَإِذَا هُمْ مُبَصِّرُونَ. Sie können wieder sehen. Ja? Allah Ta'ala ist Al-Basir, derjenige, der alles sieht. Und hier Allah Ta'ala sagt, der Muslim, wenn er geprüft wird, durch Einflüsterungen, durch Verführungen vom Shaitan, und der sich an Allah erinnert, er wird einsehen. Er wird Einsicht haben. Und dies bedeutet für ihn einen Schutz, geehrte Geschwister. Und es sind immer nur kleine Angriffe vom Shaitan, wenn man wenige Momente aushält, sich mit Allah Ta'ala beschäftigt, Dhikr macht, um Vergebung bittet, an die Gaben Allah Ta'alas denkt, sodass man sich schämt. Wie kann ich demjenigen, der mir so viel gab und unablässig gibt und weiterhin geben wird, wie mein Herz es spürt, Wie kann ich diesem gegenüber so undankbar handeln und mich von ihm abwenden? Wer sich also an Allah Ta'ala erinnert, der wird eine Einsicht haben. Der wird eine Einsicht haben. Das ist unser Leben, geehrte Geschwister. Wir werden geprüft, gemäß unseres Imans, gemäß der Liebe Allah Ta'alas uns gegenüber, für die wir viel tun können. Und Allah Ta'ala wählt aus. Und wir können eine jede Einladung, eine jede Einflüsterung des Scheitans abwehren. Das ist ein Prozess. Am besten befinden wir uns in einer Gemeinde. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Scheitan sich auf den einsamen
Mu'min oder Muslim stürzt, ihn angreift, so wie auch der Wolf das von der Herde entfernte Schaf angreift. Das von der Herde entfernte Tier angreift. Was auch zeigt, wie schwach der Shaitan ist, aber auch wie sehr er lauert und wie sehr er listig ist. Dhikr, Vergebungsbitte. Der Sahabi, Sa'id ibn Jubayr, er sagte, ich habe kein Wort vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, gehört, ohne dass es im Koran Verankerung gefunden hat. Ja. Na klar, die Sunna erklärt den Koran. Die Sunna geht mit dem Koran einher, da gibt es keinen Widerspruch. Ja. Und er sagt, er vermag jede Aussage vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, auch auf den Koran, auf eine Aussage Allah Ta'alas im Koran zurückzuführen. Und vernehmt die folgenden Worte von Allah, vom Gesandten Allah Ta'alas, sallallahu alaihi wasallam: Man akthara min al-istighfari ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haythu la yahtasib. Wer Allah Ta'ala viel um Vergebung bittet, dem wird Allah einen Ausweg aus einer jeden Notlage verschaffen. Und dem wird Allah Weite, ja, einen Ausgang aus jeder Einengung verschaffen. Und den wird er versorgen über Wege, mit denen er nicht gerechnet hat. Und woran erinnert uns dies? Ja. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبَ. Wer Ehrfurcht Allah Ta'ala gegenüber hat, dem verschafft er stets seinen Ausweg. Und wie geht's weiter? Und er versorgt ihn über Wege, mit denen er nicht rechnet. So ist es im Koran festgehalten, geehrte Geschwister. Und hier, ja, sind dieselben Botschaften in Bezug auf die Vergebungsbitten wiedergegeben. Das heißt, wir sind geprüft. Wir sind in einer, vielleicht in einer Situation, die uns zu verführen vermag. Aber wenn wir uns mit Allah Ta'ala verbinden, wenn wir an ihn denken, wenn wir uns durch Vergebungsbitten schützen, was passiert? Wir haben wieder Einsicht. Wir können wieder sehen. Und der, der sehen kann, der weiß, wo er hingeht, wo er hinzugehen hat und wie er zu laufen hat. Und diese Garantien, dass wir einen Ausweg bekommen, dass wir Versorgung bekommen, das sind Einladungen, geehrte Geschwister Allah Ta'alas, dass wir noch mehr um Vergebung bitten mögen. Dass wir noch mehr um Vergebung bitten mögen. Versorgung. Allah Ta'ala, liebe Geschwister, im positiven Sinne, er möchte unsere Vergebungsbitten erkaufen durch materielle Güter, die er uns verspricht, wenn wir ihn bitten. So barmherzig ist Allah Ta'ala, dass er uns bei unseren, bei unserer materialistischen Einstellung auch anpackt und diese anspricht und sagt, du willst Geld, du willst Versorgung, du willst Materielles. Bitte mich um Vergebung und ich werde dich versorgen. Und zwar über Wege, mit denen du nicht rechnest. Eine der schönsten Arten, Versorgung zu bekommen. Ja? Weil natürlich wir arbeiten und dann erarbeiten wir uns und wir schreiben uns dies zu, weil wir vergessen die Gaben Allah Ta'alas. Wir vergessen, dass er uns die Grundlagen dafür gab, die Voraussetzungen dafür gab. Ja? Aber wenn wir auf überraschte Art und Weise, auf eine uns überraschende Art und Weise versorgt werden, dann spüren wir immer diese Gnade. Sagen wir, ach, subhanallah. Ja? Weil wir wissen, das haben wir uns nicht erarbeitet. Da haben wir keinen Anteil daran. Aber der Anteil, den wir daran haben, geehrte Geschwister, ist, dass wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Lass uns an dieser Stelle Allah Ta'ala um Vergebung bitten. Er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wir wissen nicht, was wir jetzt gerade durch diese Vergebungsbitte alles bekommen haben. Wie viele Auswege aus Herausforderungen, die Allah Ta'ala uns in unserem Leben gibt. Ja? Wie viel Geld, ja? Wie viele materiellen Güter, wie viele neuen Kleider, wie viele Autos, wie viele Wohnungen, ja? Wie viele Teppiche, wie viele Tische, ja? Wie viele Bücher, wissen wir nicht. Wobei Bücher sind keine materiellen Gaben. Bücher sind, Alhamdulillah. Lass uns Allah Ta'ala viel um Vergebung bitten, geehrte Geschwister. Selbstständigkeit. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bi ghayri hisab. 70.000 aus meiner Umma werden das Paradies ohne Abrechnung betreten. Geehrte Geschwister, Alhamdulillah, es gibt andere Überlieferungen, die sprechen davon, dass mit jedem einzelnen dieser 70.000 noch weitere 70.000 das Paradies ohne Abrechnung betreten werden. Und weiter darüber hinaus noch sinngemäß drei Auswahlen Allah Ta'alas. Also es ist eine sehr hohe Nummer, die wir statistisch erfassen können, aber gleichzeitig können wir diese Anzahl nicht umfassen, denn wenn Allah Ta'ala dreimal auswählt und er nennt uns die Zahlen nicht, dann ist dies jenseits von dem, was Menschen berechnen können. Ja, weil auch seine Barmherzigkeit jenseits dessen ist, was wir zu erfassen vermögen. Ja? Wa rahmati wasi'at kulla shay. Und meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge, aber nichts umfasst seine Barmherzigkeit, liebe Geschwister. Aber wer sind diese Menschen? Das ist jetzt keine statistische Information, sondern wer sind diese Menschen? Und wisst ihr, was an allererster Stelle vom Propheten genannt wird? Von drei Dingen. Alladhina humul ladhina la yastarqun. Das sind diejenigen, die niemanden darum bitten, Ruqya für sich zu machen. Ja? Manchmal fühlen wir uns schlecht. Manchmal brauchen wir eine Vitaminspritze. Ja. Manchmal brauchen wir Heilung vom Koran, aus dem Koran, durch den Koran. Und es hat sich etwas eingeschlichen, geehrte Geschwister, in diese Umma, wovor der Prophet ja auch warnte, sallallahu alaihi wasallam, dass wir unsere Beziehung zu Allah Ta'ala outsourcen. Outsourcing, wie aus dem Management. Ja, ich müsste eigentlich Koran lesen, ich müsste eigentlich Bittgebete für mich sprechen. Ich müsste mich an die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas erinnern. Ja? Durch welche Heilung ins Leben treten für das, was die Herzen befallen hat. Ja? Wodurch haben die Sahabis ja, Ruqya gemacht? Al-Fatiha. Es ist keine, Gerd, es ist keine Wissenschaft. Keine besonderen Kenntnisse sind dafür erforderlich. Lest den Koran. Erinnere dich an die Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Und bitte Allah Ta'ala. Aber was sich eingeschlichen hat, wir sagen, ah, ich habe da ein Problem. Ich habe da ein Problem. Ich suche einen, der für mich Koran liest und der Bittgebete für mich spricht. Das ist gefährlich, geehrte Geschwister. Dies widerspricht dem Tauhid. Dies widerspricht der Vollständigkeit des Tauhids. Und der Hadith endet auch damit, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Diejenigen, die ihr Vertrauen auf Allah Ta'ala setzen. Die ihr Vertrauen auf Allah Ta'ala setzen. Ibn Qayyim, er kommentierte diesen Hadith, rahimahullah, und er sagte, ja, es widerspricht dem vollkommenen Tauhid, dass ein Muslim bei jemandem anderen um Ruqya bittet. Man erbittet seine Bedürfnisse direkt bei Allah Ta'ala. Direkt bei Allah Ta'ala. Und diese Selbstständigkeit, liebe Geschwister, das ist das größte Geschenk, was Allah Ta'ala uns und die größte Ehre, die er dem Menschen gegeben hat, ihm dienen zu dürfen ohne Mittler, ihm beim Namen nennen zu dürfen, geehrte Geschwister. Für manche Religionsgemeinschaften ist das eine Übertretung, den Schöpfer bei seinem Namen zu nennen. Für andere Religionsgemeinschaften gibt es keinen direkten Weg zum Schöpfer.
sondern man muss Umwege gehen, ja, Mittler suchen, Institutionen aufsuchen und Geld zahlen und, ja. Aber wir sind damit geehrt durch die direkte Beziehung zu Allah Ta'ala. Einer meiner Lehrer pflegte zu sagen, nur selber essen macht satt und nur selber denken macht schlau. Nur selber Allah Ta'ala bitten, liebe Geschwister, erfüllt die Bedürfnisse. Die Person, die für dich Koran liest, die wird nicht so leiden, dein Leiden, was du leidest, ist vielleicht mit anderen Dingen beschäftigt. Das Leben ist sehr fordernd in der heutigen Zeit. Aber du spürst dein Problem. Du leidest. Und von wem erbittest du die Heilung und die Lösung und den Ausweg und die Erleichterung und das Verständnis für die Prüfung? Du von Allah Ta'ala direkt. Du von Allah Ta'ala direkt. Ich möchte schließen, bevor wir zum Gebet gehen, mit diesem proaktiven Islam. Ja. Immer wenn wir etwas wollen von Allah Ta'ala, liebe Geschwister, wir machen die Welt gleichzeitig zu einer besseren Welt. Weil Allah Ta'ala uns nicht nur den Ort der Moschee als Kloster, als Rückzugsort gestaltet hat und nur gottesdienstliche Handlungen als Mittel zur Erlangung von verschiedenen Bedürfnissen gestaltet hat, sondern soziale Arbeit, humanitäre Hilfe. Man muss immer was machen, auch für andere. Andere müssen davon profitieren und das sind Anlässe, die Allah Ta'ala erschaffen hat, um einem, wie gesagt, die verschiedensten Bedürfnisse zu erfüllen. Du willst, dass Allah Ta'ala in deinem Leben ist? Du willst, dass Allah Ta'ala in deinem Leben ist? Ja? Dua, top. Koranlesung, top. Vergebungsbitte, top. Aber hört euch diese Worte an vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Ta'ala zitiert in einem Hadith Qudsi, Imam Muslim unter anderem verifizierte ihn. Allah Ta'ala sagt am Tag des Gerichts: Yabna Adam, maridtu falam ta'udni. O Sohn Adams, o Tochter Adams, ich wurde krank. Ich war krank und du hast mich nicht besucht. Natürlich ist die angesprochene Person total verwirrt. Total verwirrt. Ja? Kayfa a'uduka wa anta rabbul alamin? Wie soll ich dir einen Krankenbesuch abstatten und du bist der Herr der Welten? Und du bist der Herr der Welten. Allah Ta'ala sagt: Amma 'alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu, amma 'alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'inda. Hast du denn nicht gewusst, dass mein Diener, der so und so, krank gewesen ist? Und hast du nicht gewusst, dass wenn du ihn besucht hättest, mich bei ihm gefunden hättest? Also für dich. Wir wollen Allah in unserem Leben haben. Denk nach, wer ist krank, damit ihr ihn besucht. Und ihr werdet Allah Ta'ala für euch bei dieser kranken Person finden. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ja, ihr wollt, dass Allah Ta'ala euch Zeichen gibt, Unterstützung gibt. Ja? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'udu musliman raduwatan illa salla alayhi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa la ya'uduhu masa'an illa salla alayhi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Auch ein, dieser Hadith ist, Hassan nach Ibn Hajar al-Asqalani. Es gibt keinen Muslim, der einen Muslim besucht, ja, einen Krankenbesuch abstattet und dies tut er am Morgen, außer dass 70.000 Engel für ihn um Vergebung bitten, ja, bis zum Abend. Nicht um Vergebung, Segensbitten sprechen. Segensbitten, da ist alles mit drin, das ganze Paket. Ganze Paket mit allen Möglichen da drin. Segensbitten für dich sprechen bis zum Abend. Und wenn du ihn am Abend besuchst, den Kranken, werden 70.000 Engel um Segen für dich bitten bis zum Morgen. Und ein anderer Hadith, den Imam at-Tirmidhi verifizierte: Man 'ala maridan aw zara akhan lahu fillahi nadahu munad an tibta wa taba mamshaka wa tabawwa'ta min al-jannati manzila.
Wer einen Kranken besucht oder einen Bruder für Allah, ja, einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester für Allah Ta'ala, so wird es einen Ausrufer geben, der wird sagen, ja, mögest du glücklich sein, möge dein Weg gesegnet sein und mögest du eine hohe Stellung oder einen hohen Rang im Paradies einnehmen. Ja. Das heißt, wir sind Alhamdulillah aktiv. Ja. Alhamdulillah, wir sind aktiv. Ja Allah, ja Mujib, du bist derjenige, der uns antwortet. Ja Sami', du bist derjenige, der uns hört. Ja Ghafur, derjenige, der uns vergibt. Ja Nur, Nurus Samawati wal Ard, du bist das Licht, O Allah, du schenkst das Licht, O Allah. Bitte gib uns all das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von dir erbeten hat und schenke uns Zuflucht, vor allem, wo auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bei dir um Zuflucht gebeten hat. Vergib uns unsere Sünden. Vergib unseren Geschwistern im Dien. Bitte versorge die Bedürftigen und heile die Kranken. Bitte tröste die Verzweifelten, die Waisenkinder. Bitte unterstütze die Bekriegten. Bitte befreie die Gefangenen. Bitte schenke den Vertriebenen Heimkehr. Bitte schenke uns Selbstständigkeit, auf dass wir dir allein dienen mögen. Ja Allah, Allahumma Amin. O Allah, bitte lass uns dich allein anflehen und dir allein dienen. Allahumma Amin. Bitte segne den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und all seine Gefolgsleute und lasse uns zu den Letzteren zählen. Allahumma Amin.